Waldhoff, ist Frau Dr. Minz noch im Haus? Ja, ich glaube, sie ist bei Dr. Klemm im Labor. Soll ich sie rufen? Ja, sie soll zu mir ins Büro kommen. In Ordnung, Herr Professor. Ich wusste nicht, dass Sie noch hier sind, Herr Professor. Ich bin nochmal zurückgekommen. Ich hatte ein paar Unterlagen vergessen. Irmgard, ich bin soweit. Wo ist sie denn? Herr Klemm, wissen Sie, wo Frau Dr. Minz ist? Sie ist beim Herrn Professor. Danke. Herr Professor, da gab es heute etwas ganz Interessantes. Die Versuche 1 bis 8 verliefen wie immer. Die Stämme wurden resistent. Aber bei Versuch Nummer 9 gab es eine Veränderung. Eine deutliche Verlängerung der Zellteilungsrate. 34 Minuten gegenüber 20 Minuten wie beim Kontrollversuch. Eine Verlängerung, sagen Sie? Wir sollten bei Versuch Nummer 9 weitermachen. Ja, das kann auch andere Gründe haben. Wie war die Temperatur? Konstant, gleiche Bedingungen. Sehr gut, sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Wege. Wir retten die Antibiotika. Na, na. Ich glaube daran. So fest, dass ich am liebsten schon feiern möchte. Frau Minz und ich gehen heute Abend zu einem neuen Italiener. Die Leute, die da essen, kommen alle mit verklärten Gesichtern wieder raus. Herr Professor hat mich gerade gebeten, mit ihm noch heute Abend zu arbeiten. Tut mir leid, wenn ich Ihnen den Abend verpatze. Ja, das ist natürlich schade. Aber wenn es um die Arbeit geht... Es geht um den Kongress. Naja, das ist natürlich wichtiger als Saltimbocca. Dann werde ich mich verabschieden. Ach, Moment, Herr Kollege, ich habe noch eine Frage. Frau Minz, seien Sie doch so freundlich und rufen Sie meine Frau an. Sagen Sie ihr, dass ich sie mitbringe. Sie möchte noch ein Gedeck auflegen. Ja. 14 Minuten länger. Ist natürlich beträchtlich. Ja, wir sind knapp unterhalb der Schwelle, ich sage es Ihnen. Guten Abend, Frau Waldhoff. Hier Dr. Minz. Ich rufe im Auftrag Ihres Mannes an. Er will jetzt losfahren. Moment, geben Sie mir mal. Agnes? Ja, ich komme jetzt. Ich bringe Frau Minz mit. Ja, wir wollen noch arbeiten. Sie ist bei uns. Bis gleich. Wir sind schon fast fertig. Du bist ziemlich spät. Das musst du dem sagen, der meine Vorfahrt nicht beachtet hat. Schlimm? Kotflügel links hinten. Sie wurde erwürgt. Wer ist sie? Agnes Waldhoff, 42 Jahre, verheiratet mit Professor Erwin Waldhoff. Wann ist der Tod eingetreten? Zwischen 20 und 20.30 Uhr. Präzise Angabe. Um 8 hat ihr Mann noch mit ihr zusammen telefoniert. Wer hat sie gefunden? Professor Waldhoff, als er dann eine halbe Stunde später nach Hause kam. Ja, er sieht ganz nach Raubmord aus. Fehlt was? Schmuck und Geld. Viel Zeit kann der Täter nicht gehabt haben. Fehlt viel Geld? Das Geld, was er in der Handtasche hatte und im Portemonnaie, ein paar hundert Mark. Ist er reingekommen? Ohne offensichtliche Spuren zu hinterlassen. Fenster, Haustür? Sieht so aus, als habe sie den Täter selber reingelassen. Gut, wo ist der Professor? Der ist in seinem Arbeitszimmer. Biochemiker, Wissenschaftler. Kann man mit ihm reden? Ja, er ist sehr beherrscht. Herr Professor? Guten Abend. Das ist Oberinspektor Derrick, Professor Waldhoff und Frau Dr. Minz, nicht wahr? Ja, das ist meine Mitarbeiterin. Darf ich Ihnen zunächst mein Beileid aussprechen, Herr Professor? Danke. Sie haben Ihre Frau gefunden, nicht wahr? Ja, ich kam gegen 8:30 nach Hause, zusammen mit Frau Dr. Minz, und fand meine Frau tot am Boden liegend. Ich verständigte sofort die Polizei. Es fehlt einiges, nicht wahr? Der Schmuck ist weg, die Handtasche lag auf dem Tisch, es ist kein Geld mehr drin. Hier in diesem Raum war alles in Ordnung? Hier, ja, ich habe keine Feststellungen gemacht, hier war alles in Ordnung. Der Täter muss durch die Tür gekommen sein. Ja, der Angriff auf Ihre Frau erfolgte ganz spontan, ganz überraschend. Wie können Sie das feststellen? Es gibt keine Spuren von Kampf und Gegenwehr. Ich verstehe, Sie glauben, dass meine Frau den Täter gekannt hat. Ja, das wäre denkbar. Sie haben um 8 Uhr mit Ihrer Frau noch telefoniert. Ja. War es 8? Um 8 rum. Von wo aus haben Sie angerufen? Von meinem Büro aus. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich Frau Minz zum Abendessen mitbringe. Hatten Sie den Eindruck, dass Ihre Frau allein war? Na, vielleicht hatte sie Besuch und der Besuch war, verstehen Sie? Nein, nein. Also jedenfalls lässt nichts an dem Verhalten meiner Frau darauf schließen. Ihr Eindruck? Nein, nein. Frau Minz machte die Verbindung. Professor, haben Sie eine Vermutung, einen Verdacht? Ja. Ich sehe, dass hier etwas zur Sprache gebracht werden muss, was ich gern vermieden hätte. Ich muss vom Umgang meiner Frau sprechen. Von den Bekannten, die sie hatte. Von den Leuten, mit denen sie
nach ihren eigenen Worten, befreundet war. Mit Kriminellen. Mit Kriminellen? Ja, meine Frau hatte eine Beziehung angefangen zu einem Vorbestraften. Auf eine obskure Weise. Ein junger Mann, der an die Tür kam. Zeitschriftenwerber. Er sagte es ganz offen, ich komme aus dem Gefängnis, bitte helfen Sie mir. Nun, sie hat ihm geholfen. Was sie mir offen erzählte, begeistert erzählte. Mit Anteilnahme jedenfalls. Sie hat den jungen Mann hereingebeten, sich seine Geschichte angehört, die sie offensichtlich beeindruckt hat, sodass sie eine Beziehung zu ihm angefangen hat. Was für eine Beziehung? Das Wort missfällt Ihnen, nicht wahr? Mir auch. Nun, sie nannte es Freundschaft. Es war eine sehr intensive Freundschaft, wenn wir uns auf diesen Ausdruck einigen wollen. Der junge Mann war öfter hier, kam schließlich, wann er wollte. Muss einschränken, wenn ich nicht da war. Er war öfter hier? Ja, meine Frau machte kein Geheimnis daraus. Wissen Sie seinen Namen, seine Adresse? Guten Abend, mein Name ist Derek, Herr Klein, Kriminalpolizei. Heinz Brun. Wollen Sie zu mir oder zu meinem Bruder? Mein Bruder Michael schläft schon. Ja, zu dem wollten wir. Um 11 Uhr nachts? Hat er was angestellt? Ach Unsinn, der tut nichts mehr. Mischa! Okay. Mischa! Polizei! Was los ist, weiß ich nicht. Nur eine Frage, wo waren Sie heute Abend zwischen 8 und halb 9? Zwischen 8 und halb 9 war mein Bruder hier. Sagen Sie es selbst. Wir haben uns einen gemütlichen Abend gemacht und dann ferngesehen. Und was geht es denn? Frau Waldhoff ist ermordet worden. Aber warum denn ermordet? Frau Waldhoff. Sie kennen sie auch? Natürlich kenne ich sie. Sie fragen meinen Bruder, wo er gewesen ist. Das bedeutet, dass sie es für möglich halten, dass du der Mörder bist. Sie haben den Weg umsonst gemacht, mein Bruder war heute Abend hier. Moment, Ihr Bruder hat immer noch nicht selbst gesagt, dass er um diese Zeit hier war. Lassen Sie ihn in Ruhe, Sie sehen doch erst völlig fertig. Waren Sie zwischen 8 und halb 9 hier in der Wohnung? Ja, mein Bruder hat es doch gesagt. Er kann das aus Ihrem Bruder noch jemand bestätigen. Noch jemand? Nein. Also brauchen Sie noch einen Zeugen. Genügt es nicht, wenn ich das sage, beschwöre? Sie sind vorbestraft. Ja. Weswegen? Wegen schwerer Körperverletzung. Sagen Sie bloß, dass das eine Rolle spielt. Das war ein ganz anderer Fall. Er hat dafür bezahlt, er hat ein Jahr im Gefängnis gesessen. Soll ihm das sein Leben lang vorgehalten werden? Ich informiere mich nur. Dürfen wir die Wohnung durchsuchen? Wozu das? Es ist Schmuck geraubt worden, Schmuck und Geld. Sie haben überhaupt keine Ahnung von dem Verhältnis zwischen meinem Bruder und Frau Waldhoff. Er hat sich verehrt. Glauben Sie, er bringt jemanden um, den er verehrt, den er liebt? Was er dann Schmuck und Geld klaut? Aber bitte, stellen Sie alles auf den Kopf. Die Wohnung steht zu Ihrer Verfügung. Sind Sie jetzt zufrieden? Die Sucherei hätten Sie sich sparen können. Ich erwarte Sie und Ihren Bruder morgen im Präsidium. Gute Nacht. Gute Nacht. Was stimmt da nicht? Das Alibi. Hier soll es sein, Derek. Guten Morgen. Kommen Sie mit. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind auf die Minute genau, glaube ich. Stimmt. Kommen wir gleich dran? Ja. Zunächst Ihr Bruder. Verstehe. Sie sind doch Widersprüche aus. Aber ich sage Ihnen gleich, es wird keine geben. Wo warte ich? Hier bitte. Kommt. Sie leben allein mit Ihrem Bruder? Ja. Er ist älter als Sie? Ja. Sieht so aus, als sorge er sich sehr um Sie. Leben Ihre Eltern nicht mehr? Doch. Mein Vater lebt irgendwo in Norddeutschland. Meine Mutter. Sie wissen nicht, wo. Sie hat mal aus Köln geschrieben. Sie hat sich nicht wieder gemeldet. Da, ich habe mir inzwischen ihre Akten kommen lassen. Sie hatten einen Streit in einem Gasthaus. Sie haben da jemanden halb tot geschlagen. Da steht auch der Anlass. Der Mann, auf den Sie da losgegangen sind, der hat zu Ihnen gesagt, Ihre Mutter wäre eine Hure. Das steht auch, dass sie es war. Sie waren ein Jahr im Gefängnis. Fast ein Jahr. Wann und wie haben Sie nun Frau Waldhoff kennengelernt? Das war vor 4 Monaten.
Ich kam gerade aus dem Gefängnis und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Da sagte mir jemand, ich könnte vielleicht für Zeitschriften werben. Die hätten nichts dagegen, wenn das jemand macht, der aus dem Gefängnis kommt. Ganz im Gegenteil. Wieso im Gegenteil? Ich weiß nicht. Mir haben sie gesagt, sag's ruhig, woher du kommst. Du brauchst es nicht zu verheimlichen. Ich hab's ja auch dann nicht verheimlicht. Sie haben Frau Waldorf als eine Haustür kennengelernt? Nein, ihren Mann. Herr Professor Waldorf war an der Tür. Zeitschriften! Wenn ich Zeitschriften kaufen will, kaufe ich sie nicht an der Haustür. Nein, Sie sollen sie bei mir bestellen. Ich werbe für Abonnements. Wenn Sie meinen Ausweis sehen wollen... Ich will Ihren Ausweis nicht sehen. Bitte gehen Sie. Er war ziemlich grob zu mir. Und als ich ihm meinen Ausweis zeigen wollte, da verlor ich meinen Entlassungsschein. Professor Waldorf hat ihn gefunden. Und Frau Waldorf erzählte mir später, was er dazu sagte. Das hat dieser junge Bursche eben verloren. Entlassungsschein aus dem Gefängnis. So was kommt an die Tür, Kriminelle. Nicht mal in seinem eigenen Haus ist man vor ihnen sicher. Beim nächsten Haus bemerkte ich den Verlust. Ich bin sofort zurück. Ich konnte ihn ja nur da verloren haben. Verzeihen Sie bitte, ich glaube, ich habe hier eben etwas verloren. Kommen Sie rein. Entschuldigen Sie bitte, mein Mann hat den auseinandergefaltet. Das macht doch nichts. Ich war gerade beim Frühstück. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, sehr gern. Setzen Sie sich doch. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Sie fragen, warum Sie da waren? Ich habe Frau Waldorf alles erzählt. Auch, dass der Mann recht hatte, als er sagte, dass meine Mutter eine Nutte ist. Er selber hat sie ja auch gehabt. Möchten Sie auch etwas essen? Sagen Sie, warum machen Sie das eigentlich alles? Ich meine, Sie wissen doch, dass ich aus dem Gefängnis komme. Ja und? Ja, ich finde es recht ungewöhnlich, dass man das für einen solchen Menschen tut. Ja, leider. Aber man tut ja heutzutage sowieso sehr wenig füreinander. Später erzählte sie mir, es hätte ja imponiert, dass ich für meine Mutter eingetreten wäre. Sie sagte, sperrt man deswegen einen Menschen ein, weil er für seine Mutter eintritt? Sie wollte alles wissen. Wie ich lebe, wo ich lebe. So begann unsere Bekanntschaft. Und wie ging's weiter? Sie sagte, ich komme sie mal besuchen. Hat sie es getan? Sie kam gleich am nächsten Tag. Kommen Sie rein! Sie sind Heinz Brunn, nicht wahr? Ja, der bin ich. Ist Ihr Bruder nicht hier? Mischa! Sie sind Frau Waldorf. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich komme hier einfach so rein. Ja, ich bin Frau Waldorf. Vielen Dank, dass Sie so nett zu ihm waren. Frau Waldorf? Ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Sie mal besuche. Sie sind sicher überrascht, dass ich das so bald tue, aber ich war gerade hier in der Nähe. Aber ich freue mich doch. Kommen Sie bitte rein. Ja, ich hätte jetzt Appetit auf einen Kaffee. Machen Sie mir einen? Ja, natürlich. Aber nehmen Sie doch bitte Platz. Du bist ja ganz nervös. Bringt die Frau dich so aus der Fassung? Stell dir vor, kommt einfach zu mir. Ich will sicher sehen, wie ich wohne. Ja, und ich frag mich, warum. Warum? Scheiße, jetzt ist der Café alle. Komm, gib mir mal den, ich lauf schnell rüber, hol dich. Ich frag sie inzwischen, was sie von dir will. Nein, das wirst du nicht tun. Du siehst doch, sie interessiert sich für mich. Ja, das glaube ich auch. Sie ist scharf auf dich. Sie ist genau in dem Alter. Was heißt das, in dem Alter? Ich krieg dir mehr Gelegenheit. Mir geht's Kaffee holen. Hat Ihr Bruder recht? War sie, wie Ihr Bruder sich ausdrückt, scharf auf Sie? Nein, das ist ganz falsch. Ich meine, es war ganz etwas anderes. Sie hatten kein Verhältnis mit ihr? Nein, sie mochte mich. Aber es hat sich nicht so ausgedrückt. Ich meine, nicht auf die Weise, die Sie meinen. Hat Frau Waldorf Sie mit Geld unterstützt? Ja, manchmal. Ich habe das nicht gewollt. Sie hat mir das Geld einfach so in die Tasche gesteckt, manchmal ohne, dass ich das überhaupt gemerkt habe. Sie
wollte, dass ich mir eine richtige Arbeit suche. Sie sagte, vielleicht findet sich etwas im Institut meines Mannes. Ich spreche mal mit ihm. Aber dazu kam es dann nicht. Hat sie mit ihm gesprochen? Ja. Dem war das sicher alles unheimlich. Naja, wie sie sich für mich einsetzte, was sie tat, was sie tun wollte. Ich fand das ja selber unglaublich, aber für mich war es ja gut. So, bitte kommen Sie. Die Frau war plötzlich da, mischte sich in unser Leben ein, rief an, kam vorbei, machte Einkäufe für uns. Manchmal kochte sie sogar. Niemand hat sie drum gebeten. Ich jedenfalls nicht. Warum tat sie das? Erst dachte ich, sie ist scharf auf Michael. Lange Zeit war ich überzeugt davon. Aber das war es eigentlich nicht. Kann doch sein, dass sie zu Hause nicht genug erlebte. Da lief überhaupt nichts mehr. Sowas gibt es doch. Dass Frauen weg wollen von zu Hause. Sie hatte keine Kinder. Zu viele Gefühle. Kann doch sein. Wenn man sich das überlegt, braucht ja nicht zu stimmen, was ich sage. Den Michael, den begrüßte sie immer, wie man seinen eigenen Sohn begrüßt. Michael! Michael ist Zigaretten holen. Was haben Sie denn da? Spielen Sie wieder die gute Fee? Ich habe ein bisschen eingekauft. Haben Sie mal hier den Kühlschrank gesehen? Gähnende Leere. Ich habe auch ein bisschen Obst eingekauft. Ihr esst nicht richtig. Sie hielt mir einen richtigen Vortrag über das, was man ein ordentliches Leben nennt. Wissen Sie, irgendwie tat es wohl, jemanden zu haben, der sich um einen kümmert. Na, mir weniger. Aber für Michael war es das Größte. Hallo, Michael. Hallo. Du hast Zigaretten geholt, ich habe auch welche mitgebracht. Wir wurden schon Ihren Wagen gesehen. Die Treppe kam auch raufgerannt. Er war noch ganz außer Atem. Wissen Sie? Für ihn war sie das, was er nie gehabt hat. Sie haben ja gehört, wer unsere Mutter ist. Und jetzt überlegen Sie mal. Wer könnte einen Grund gehabt haben, diese Frau umzubringen? Mein Bruder jedenfalls nicht. Er schon ihr Mann. Ja, ich meine, dem ist sie doch davongelaufen. Doch, so war es doch. Der Ausdruck ist doch nicht falsch. Mit ihrem eigenen Mann hatte sie doch hier nichts mehr zu tun. Ja, wenn ich es mir überlege... Er könnte es gewesen sein. Waldhoff, er selber. Der Mörder seiner Frau. Er kann es nicht gewesen sein. Kann nicht? Wieso nicht? Mir wird das immer klarer. Es gibt nur einen, der einen Grund hatte, diese Frau umzubringen. Ihr Mann. Er hat Zeugen. Bessere Zeugen als Ihr Bruder. Bessere Zeugen? Was sind bessere Zeugen? Wir stören sehr, das tut mir leid. Wissen Sie, für das, was wir hier tun, ist das Einhalten von Sicherheitsvorkehrungen äußerst wichtig. Mhm. Sie müssen sich einen Moment gedulden, bis der Professor das Schleusensystem passiert hat. Was tun Sie denn hier? Wir untersuchen die Entstehung von Resistenzen bei Bakterien, mit dem Ziel, sie zu verhindern. Der Professor ist eine Kapazität auf diesem Gebiet? Ja, das ist er. Nicht nur bei uns, er hat einen internationalen Ruf. Im Protokoll wurde ein Dr. Klemm erwähnt. Er ist dabei gewesen, als das Telefongespräch mit Frau Waldhoff geführt wurde. Ist er im Haus? Ja. Gesprochen haben Sie mit Frau Waldhoff? Zuerst ich, dann hat der Professor selbst mit seiner Frau gesprochen. Und an der Uhrzeit besteht kein Zweifel? Nein, wir leben hier mit der Uhr. Der Professor ist außerordentlich gefasst. Er ist sehr diszipliniert. Er ist Wissenschaftler. Sie kannten Frau Waldhoff? Ja. Sehr gut oder nur weniger gut? Ziemlich genau. Ich nehme an, Sie wollen mich fragen, ob ich sicher bin, was die Stimme angeht. Ja, das wollte ich fragen, ja. Es war Ihre Stimme. Ich war oft im Hause Waldhoff. Wir arbeiten manchmal abends. Ist Ihnen an der Stimme von Frau Waldhoff irgendwas aufgefallen? Erregung oder sonst irgendetwas, was nicht in das normale Bild passt? Das haben Sie mich schon gefragt, gestern. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine, vielleicht ist Ihnen in der Zwischenzeit irgendetwas eingefallen. Nein. Entschuldigung, meine Herren. Frau Minz hat Ihnen gesagt, wie schwierig es ist, da rauszukommen. Ich muss jedes Mal duschen. Bitte, gehen wir in mein Büro. Ist die Anwesenheit von Frau Minz notwendig?
Nein, im Moment nicht. Bitte warten Sie hier. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie ist eine sehr enge Mitarbeiterin, nicht wahr? Frau Minz, ja. Außergewöhnlich tüchtig. Ja, es geht um das Verhältnis Ihrer Frau zu diesem jungen Mann, dessen Namen Sie uns da genannt haben. Wir haben inzwischen mit ihm gesprochen. Wie sehen Sie eigentlich dieses Verhältnis? Verhältnis? Gut, sagen wir Beziehung, denn die bestand ja. Ja, die bestand. Und wenn Sie mich nach dem Charakter dieser Beziehung fragen, ich kann sie mir nicht erklären. Obwohl ich versucht habe, eine Erklärung dafür zu finden, gibt sich mit einem Kriminellen ab, lädt ihn ein, besucht ihn. Ja, weiß ja. Meine Frau ist auf eine Weise, für die ich kein Verständnis habe, in Abhängigkeit geraten, in eine völlige Abhängigkeit von Leuten, die sie ausgenutzt haben, die nur dies im Sinn hatten. Meine Frau zu betrachten wie eine Goldader. Haben Sie mit Ihrer Frau darüber gesprochen? Ja, offen und ausführlich. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass es da ein Fehler ist, sich mit Leuten einzulassen, mit denen es keine Gemeinsamkeiten gibt, gar nicht geben kann. Und wie verliefen diese Aussprachen? Oft sehr heftig. Ich habe ihr vorausgesagt, dass dieses Verhältnis ein schlechtes Ende nehmen wird. Das hatte sie auch genommen. Aber darf ich Sie mal was fragen? Sie haben doch diesen Michael Brun vernommen. Haben Sie ihn festgenommen? Nein. Sie haben ihn doch sicher nach seinem Alibi gefragt. Hatte er eins? Ja, er hatte eins. Sein Bruder bezeugt, dass er zwischen 8 und 8:30 in der gemeinsamen Wohnung war. Michael Brun sei gar nicht aus dem Haus gewesen. Glaubhaft? Nein, nicht sehr glaubhaft. Ich brauche den Professor. Sind die noch drin? Ja. Aber was wollen die denn so lange? Auf Wiedersehen, mein Herr. Auf Wiedersehen. Sie hören dann wieder von uns. Vielen Dank. Sind Sie Dr. Klemm? Ja. Kann ich Sie im Moment sprechen? Begleiten Sie uns ein paar Schritte? Natürlich. Dankeschön. Wiedersehen, Frau Doktor. Wiedersehen. Sagen Sie, Doktor, Sie waren dabei, als der Professor mit seiner Frau telefonierte? Ja. Er sagte, dass er Frau Minz zum Essen mitbringt. Eigentlich war ich an dem Abend mit ihr verabredet. Frau Minz ist eine enge Mitarbeiterin vom Professor. Vom Professor? Von mir auch. Übrigens die beste, die man sich wünschen kann. Aber das Verhältnis zwischen ihr und dem Professor? Nun, sie bewundert ihn. Aber das ist doch nichts Besonderes. Das tue ich auch, das tun wir alle. Wissen Sie, wenn es jemand schafft, die R-Faktoren unwirksam zu machen, dann er. Da sind nämlich weltweite Versuche im Gange. Was meinen Sie, an wie vielen Labors an der gleichen Sache gearbeitet wird? Die ganze Fachwelt wartet auf den Kongress in Wien. Entschuldigen Sie bitte. Sie können mich rausschmeißen, wenn Sie keine Zeit haben, aber ich hoffe, das werden Sie nicht tun. Haben Sie uns was mitzuteilen? Ja, was wollte ich Sie gerade fragen? Haben Sie sich den Professor vorgenommen? Ja, wir haben ihn besucht, ja. Na und, haben Sie die Möglichkeit untersucht, dass er es gewesen sein könnte? Wir untersuchen alle Möglichkeiten. Ha, also auch diese. Sehr gut. Ich habe nicht schlafen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass er es gewesen ist, nur er. Ich habe mir die ganze Nacht vorgestellt, wie ihm zumute gewesen sein muss. Wochen und Monate mitzuerleben, wie sich seine Frau immer mehr von ihm abwandte. Es muss unerträglich für ihn gewesen sein. Haben Sie sich das mal klargemacht? Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Ihnen keine Ratschläge geben. Die haben Sie sicher nicht nötig. Aber Sie haben einfach nicht erlebt, wie diese Frau Waldhoff war. Völlig weg von ihrem Mann. Sie hat eine totale Kehrtwendung gemacht. Wie jemand, der sich auf der Stelle umdreht. Ihr Mann hat nur noch ihren Rücken gesehen. Sie sagten, Professor Waldhoff hätte ein Alibi. Deswegen bin ich gekommen. Hat er das wirklich? Sein Alibi steht. Nichts dagegen. Irgendwas kann da nicht stimmen. Die Uhrzeit stimmt nicht. Die lügen alle. Die stecken alle unter einer Decke. Das ist unwahrscheinlich. Wir würden doch alles tun für ihren Chef. Lassen Sie mich mal nachdenken. Das Telefongespräch. Warum geht es doch? Es beweist, dass Frau Waldhoff um 8 Uhr noch gelebt hat. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Vielleicht war sie schon tot. Sie jetzt hören Sie. Warum? Lass ihn doch reden. Die Assistentin ist eine Schlüsselfigur. Sie haben selbst schon dran gedacht. Entschuldigen Sie, dass mein Anruf so dringend war. Aber von jemand, der gegenüber wohnt, habe ich vor einer Stunde in meinem Büro einen Anruf erhalten.
Jemand, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte mir, dass er vor 2 Tagen eine Beobachtung gemacht habe. So, welche Beobachtung? Ein junger Mann habe vorm Hause gestanden, habe versucht, sich an dem Fenster hochzuziehen, um hineinschauen zu können. Er teilte mir dies mit, weil diese Wahrnehmung wichtig sei. Ja, natürlich ist dir wichtig. Aber wieso ruft er Sie an, nicht die Polizei? Ja. Er sagte, es sei sein Grundsatz, niemals als Zeuge auszusagen. Er wollte anonym bleiben. Mhm. Hat er denn eine Beschreibung gegeben von dem jungen Mann? Ja, sogar ziemlich genau. Dunkelblond, Blue Jeans, blauer Niki, kariertes Hemd, Blue Jeansjacke. Das ist sehr gut. Schade, dass der Anrufer anonym ist. Ja, das bedauere ich auch. Aber kommen Sie, ich habe mir die Mauer unter dem Fenster daraufhin noch mal angesehen. Schauen Sie sich das an. Was ist das? Was würden Sie sagen? Ja, Kratzspuren, ne? Na, auch die Schuhspitzen desjenigen, der sich da hochgezogen hat, müssten Spuren haben. Ja, da haben Sie recht. Das ist was für die Spurensicherung. Es dürfte nicht schwer fallen, dies Paar Schuhe zu finden. Wir haben schließlich einen Verdächtigen. Da sind die Schuhe. Alle Schuhe, auch meine. Ich brauche ja nicht mehr viele. Bedienen Sie sich. Zeigen Sie uns mal Ihre Schuhe, bitte. Ah ja. Ihr Bruder ist an dem bewussten Abend gesehen worden vor dem Haus von Professor Waldhoff. Er hat sie an einem Fenster hochgezogen. Die Spuren sind an der Hauswand und hier. Ich bringe die gleich ins Labor. Schuhe, was besagen schon Schuhe? Also gut, er ist da gewesen. Na also. Frau Waldhoff hat am Vormittag angerufen und gesagt, komm vorbei. Komm heute Abend um 7:30 vorbei. Ich warte auf dich. Um 7:30 war er da. Ich habe geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht. Obwohl es hell war, überall brannte Licht. Es musste jemand da sein. Ich habe mich an einem Fenster hochgezogen, um hineinzuschauen, aber ich sah nichts. Dann bin ich wieder gegangen. Das ist die Wahrheit. Sie glauben ihm doch. Jetzt überlegen wir doch einmal zusammen, warum der Mann, der angibt, ihren Bruder gesehen zu haben, unbedingt anonym bleiben will. Könnte natürlich sein, es gibt ihn gar nicht. Und es war der Professor selbst, der ihren Bruder gesehen hat. Weil er im Haus war. Ja, natürlich. Er war im Haus. Er hat das Klingeln gehört. Er hat mich aufgemacht. Und hat dich dabei beobachtet, wie du versucht hast, reinzuschauen. Und Frau Waldhoff war längst tot. Professor Waldhoff, ein Mann, den Sie bewundern, nicht wahr? Ja. Ja, ich habe mich informiert. Er ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Man sagte mir, die Medizin wartet auf eine Großtat. Das stimmt. Wenn seine Arbeit zum Erfolg führt, dann ist etwas Entscheidendes passiert. Es wird zahllosen Kranken geholfen werden können, die sonst verloren sind. Es geht um die Erhaltung der Wirkung des Penicillins, aller Antibiotika. Naja, ich habe mich erkundigt. Eine Wunderwaffe wird stumpf. Das ist richtig ausgedrückt. Wenn seine Arbeit zum Erfolg führt, dann wird es vielleicht bald möglich sein, Medikamente mit Zusätzen zu versehen, die den R-Faktor, wenn nicht ausschalten, so doch in seiner Wirkung herabsetzen. R ist doch... Resistenz, Widerstandsfähigkeit. Wenn das auf einer Waagschale liegt, ich überlege, ob ein Mann, der an so etwas arbeitet, ein Ausnahmemensch ist. Das ist er sicher. Mit größeren Rechten als ein gewöhnlicher Mensch? Man muss einen anderen Maßstab anlegen. Tun Sie das? Ja, das tue ich. Welchen Maßstab hat denn seine Frau angelegt? Sie war mit einem Ausnahmemenschen verheiratet. Wie war denn die Ehe? Sie sind doch im Hause Waldhoff ein- und ausgegangen. Sie müssten es doch beurteilen können. Hat sie die Bewunderung, die zum Beispiel Sie für ihn hegen, geteilt? Hat sie ähnlich gedacht oder ganz anders? Ich glaube, sie hat das nicht so empfunden. Könnte sie etwas vermisst haben? Das... was zu einer normalen Ehe gehört, so das ganz Übliche. Das ganz Einfache, das ganz Bedeutungslose. Alles, was eben verbunden ist mit menschlicher Wärme. Das, was ich einmal den L-Faktor nennen möchte. L für Liebe.
Wissen Sie, ich habe mir über Frau Waldhoff von den Brüdern Brun erzählen lassen. Ich habe nur Positives gehört, lauter nette Sachen. Sie haben geredet, sie haben gelacht, sie gingen spazieren, lauter normale Dinge. Sie hat, und jetzt zitiere ich Heinz Brun, eine Kehrtwendung gemacht. Von ihrem Mann weg, sodass er nur noch ihren Rücken gesehen hat. Ich halte Professor Waldhoff für den Mörder seiner Frau. Nein, nein, das kann er nicht sein. Sie schützen ihn, Sie helfen ihm. Und Sie glauben ihm, diese Hilfe schuldig zu sein. Welche Hilfe? Minz? Heinz Brun, Sie kennen mich, der Mann im Rollstuhl. Wir haben uns heute Abend schon gesehen. Was wollen Sie von mir? Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten. Rufen Sie für mich Frau Waldhoff an. Es spielt keine Rolle, wenn sie sich nicht meldet. Tun Sie nur so, als ob sie am Apparat wäre. Sagen Sie es so. Frau Waldhoff, ich soll Ihnen etwas ausrichten. Ihr Mann möchte heute Abend noch arbeiten. Ich komme mit. Ja, was sagen Sie? Einen Augenblick, ich gebe Ihnen Ihren Mann. Hallo, Agnes. Das ist jetzt der Professor. Er spricht auch in die tote Leitung. Agnes, ich bringe Frau Minz mit. Was erzählen Sie denn da? Was soll das? Ach, Agnes, und vergiss nicht, eine Flasche Wein kalt zu stellen. Ihr Mann möchte heute Abend noch arbeiten. Ich komme mit. Ja, was sagen Sie? Einen Augenblick, ich gebe Ihnen Ihren Mann. Hallo, Agnes. Das ist jetzt der Professor. Er spricht auch in die tote Leitung. Agnes, ich bringe Frau Minz mit. Was erzählen Sie denn da? Was soll das? Ach, Agnes, und vergiss nicht, eine Flasche Wein kalt zu stellen. Ich weiß zwar, dass du das nicht kannst, weil du tot bist. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es kommt darauf an, dass telefoniert worden ist. Dr. Klemm wird es bezeugen, dass es so war. Und Frau Minz, die sowieso. Und ich danke ihr dafür. Ich danke ihr. Dankeschön, sage ich ihr dafür. Sagen Sie jetzt die Wahrheit. Nichts kann Ihnen besser helfen als die Wahrheit. Professor Waldhoff sagte mir, ich muss heute etwas früher gehen. Eine familiäre Sache, die dringend ist. Er war schon gegangen. Ich wurde von der Zentrale ausgerufen. Ich dachte, wieso ist er nochmal zurückgekommen? Wie spät war's? Kurz vor 8. Ich wusste nicht, dass Sie noch hier sind, Herr Professor. Ich bin nochmal zurückgekommen. Ich hatte ein paar Unterlagen vergessen. Wollen Sie noch arbeiten heute Abend? Der Kongress in Wien sitzt mir im Nacken. Wir sind doch schon ziemlich weit mit dem Referat. Nicht weit genug. Wir haben nur die letzten Versuche noch nicht berücksichtigt. Aber Sie sind ja auch noch nicht beendet. Ich weiß. Wenn Sie mich heute Abend noch brauchen. Ich beanspruche Sie über Gebühr. Das macht doch nichts. Mir gefällt die Zusammenarbeit mit Ihnen. Was könnte ich mir Besseres wünschen? Obwohl ich sicher kein einfacher Vorgesetzter bin. Das können Sie gar nicht sein. Warum nicht? Sie wissen mehr als andere Menschen. Es gibt eine Menge Leute, für die Sie ein Genie sind. Für mich auch. Ja, viele Ihrer Kollegen sagen es, was etwas heißen will. Genie, sagen Sie? Wie lange arbeiten wir zusammen? Sie meinen hier im Institut oder seit wir an dem Referat arbeiten? Ja, natürlich. 6 Wochen, glaube ich. Fast 7. Wir hatten ein Gespräch miteinander, das sehr persönlich war. Er sprach von der besonderen Beziehung, die sich zwischen ihm und mir entwickelt habe. Er sagte... Sie stehen mir sehr nahe. Sollte ich Ihnen sagen. Ich habe meine Frau getötet. Was haben Sie? Ich
habe meine Frau getötet. Sie wollte mich verlassen. Fand sie mit gepacktem Koffer. Sagte, sie habe einen Menschen gefunden, der sie braucht. Es war nicht zur Vernunft zu bringen. Es gab einen entsetzlichen Streit, mit dem ich völlig die Nerven verloren habe. Ich will nicht ins Gefängnis. Nicht jetzt, in diesem Stadium der Arbeit. Nein. Ausgeschlossen. Ich rechne auf Ihre Hilfe. Niemand hat mich gesehen, es gibt keinen Zeugen. Wo ist Dr. Klemme? Noch im Labor. Rufen Sie ihn auf. Sagen Sie, er soll herkommen. Ich werde ihm sagen, dass wir beide heute Abend zusammenarbeiten, Sie und ich, dass ich Sie benötige. Wir fahren zusammen nach Hause, verstehen Sie? Es ist die einzige Möglichkeit, aus dieser entsetzlichen Geschichte herauszukommen. Ich sage, rufen Sie doch mal meine Frau an, sagen Sie ihr, dass ich Sie heute Abend mitbringe. Naja, Sie tun so, als sei sie am Apparat. Sie reden mit ihr, sprechen ein paar Worte und dann übergeben Sie mir den Hörer. Ja, das ist gut. Sehr gut. Wie spät haben wir? Acht. Das würde bedeuten, dass meine Frau um diese Zeit noch am Leben ist. Aber vorher warten wir, bis Dr. Klemm da ist. Ein Zeuge mehr. Sie werden mir doch helfen. Oder? Wollen Sie, dass hier alles zusammenbricht? Ich sagte nein, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich getan, was er wollte. Konnte ihn doch nicht im Stich lassen. Er muss doch seine Arbeit fortsetzen. Er muss sie doch beenden. Für Mord, Frau Doktor, gibt es keine Entschuldigung. Gar keine.